Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Angespielt-Reihe und damit auch zur zweiten Folge hier von Patricia 4, Aufstieg einer Dynastie. Ich habe ja beim letzten Mal versprochen, dass ich mit 80.000 Gold wieder hier zurückkäme oder so viel auf jeden Fall mehr arbeite. Wir sind inzwischen bei 109.000 und ich habe auch noch direkt einen nächsten Auftrag erfüllt, denn der kam zwischendurch dann auch noch rein, nachdem wir 50.000 Gold hatten. 80.000 brauchten wir gar nicht. Wir sollten, was ihr hier in dem Screenshot, glaube ich, den ich jetzt mal an dieser Stelle hoffentlich einblende, sehen werdet, 35% Zufriedenheit in Lübeck haben. Das habe ich mir gerade ertauscht. Wir haben 42% Zufriedenheit und jetzt sollte eigentlich hier das Ganze weitergehen. Und ich glaube, dass wir zumindest ein neues Schiff bekommen oder in Auftrag geben sollen. Vielleicht sogar Produktion in Auftrag. Das hoffe ich eigentlich, dass wir das in dieser Folge sehen werden. Wir schauen mal nach. Sehr gut. Du hast dein Ansehen in Lübeck gesteigert. Bestimmt hast du auch schon mal die Grenzen der Ladekapazität deines Konvois erreicht. Ja, habe ich tatsächlich. Das du war zwischendurch blöd. Du solltest daher nur ein weiteres Schiff deinem Konvoi hinzufügen. Kaufe in der Werft ein neues Schiff oder lasse eines bauen. Das ist interessant. Machen wir doch. Schauen wir doch mal nach. Werft. Wir können einmal reparieren. Ich glaube, das machen wir gerade mal. 500 Gold, so. So, Bauauftrag. Schnigge, Kogge, Kreier. Okay. Haben hier unterschiedliche Sachen. Baumaterialien brauchen wir dafür. Gesamtkosten 18.000, 29.000, 10.000. Was können die denn so? Was ist das denn hier? Tiefgang. Achso, da können wir wahrscheinlich dann mit einer Kogge nicht nach Hamburg reinfahren oder so, weil wir nicht durch die Elbe kommen, nehme ich mal an. Wir können natürlich auch was kaufen. Hier ist allerdings gerade nichts zu kaufen. Das heißt, wir müssen das hier so machen. Was ist das? Wendigkeit und Ladevermögen. Das ist, glaube ich, das Entscheidendste. 500 finde ich gut. Kostet aber auch echt viel, ne? Gesamtkosten 56.000. Ich glaube, wir nehmen erstmal so ein Mittelding, so einen Kreier. Ja. Oder? Geschwindigkeit. 4 bis 6 Knoten, 5 bis 7 Knoten. Dann machen wir es über die Geschwindigkeit. Okay, Auftrag erteilen. 14. Juli 1370. Sofern die benötigten Baustoffe am Markt in der Stadt vorhanden sind. So, müsste jetzt eigentlich gerade gebaut werden. Wird noch repariert wahrscheinlich. Wir können natürlich auch Aufträge machen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Da könnte das durchaus sein, dass wir das bald mal machen werden. So, wir gucken mal einmal. Ich habe hier übrigens noch im Lager. Das wollte ich nochmal eben gerade nachschauen. Habe ich ein bisschen Wein gelagert. Das habe ich mir in Brügge, glaube ich, oder so gekauft. Da gab es das sehr, sehr günstig. Und das habe ich jetzt hier erstmal geladen. Ich denke, das werden wir erstmal in unser Schiff wieder laden. Achso, die Seemöwe wird natürlich gerade repariert. Ach, wir sollten vielleicht mal die Geschwindigkeit wieder ein bisschen höher einstellen. Okay, es fehlt Holz. Es fehlt eigentlich ganz schön viel. Gut, das wollen wir natürlich gleich mal korrigieren möglichst. Wenn dann hier die Reparatur endlich fertig ist. So, dann können wir nämlich das Schiff wieder nutzen. Perfekt. So, jetzt müssen wir, glaube ich, denen noch ein bisschen Holz liefern. Vielleicht. Damit das hier schneller geht. Was wir vorher mal eben machen, ist einmal in der Markthalle schauen, dass wir nochmal hier ein bisschen was verkaufen, was wir noch im Schiff liegen haben. Das können wir, glaube ich, nochmal ganz gut machen. Die können wir auch gut hier loswerden. Holz haben wir leider aktuell nicht da. Das heißt, das bringt jetzt auch nichts. Also wir können das jetzt nicht verkaufen, weil wir keins einfach haben. Oh, ist noch Gewinn genug. Aber ihr seht, wir sind hier auch immer schon sehr, sehr am Limit. Vor allen Dingen, wenn man jetzt noch so ein bisschen Bier mitnimmt, schon wieder deutlich gestiegen. Käse können wir nochmal gut verkaufen. Zumindest so viel. Ein bisschen mehr Gewinn würde ich allerdings schon ganz gerne da machen. So, und dann fahren wir mit unserem Schiff einfach mal nach Aalborg. Nee, ich glaube in Oslo gibt es Holz. Ja, in Oslo gibt es Holz. Und wir sehen hier, überall ist Holz knapp. Das heißt, ich glaube, da sollten wir mal eben hinfahren und dort ein bisschen Holz mitnehmen. In Bergen ist übrigens kein Käse. Machen wir tatsächlich gerade hier das lieber, weil die haben auch Holz und wir haben noch Käse an Bord und knapper Käse geht natürlich nicht. Wir wollen sie hier versorgen, die Berger. Jetzt
Zack. Und Markthalle Holz einkaufen. Oh, ja, passt schon. So, das können wir loswerden hier ganz gut. Salz können wir gut loswerden. Bier, naja, habe ich schon mal besser gesehen tatsächlich. Käse nehmen wir aber komplett hier raus. Und wir haben hier den Wein natürlich jetzt leider nicht mitgenommen. Ich glaube, die können wir auch mal gut mitnehmen. Hier Kleidung ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Auch wenn das natürlich viel Geld kostet, haben wir jetzt aber viel, viel Kleidung an Bord, die wir dann bald loswerden können. Komm, das nehmen wir auch nochmal weg. Das hier auf jeden Fall. So, und dann geht es jetzt mal eben weiter Richtung Aalborg. Es herrscht eine Dürre. Kann man vielleicht von profitieren, wenn wir da Getreide liefern. Ein historisches Ereignis ist wieder eingetreten. Das wird öfter. Sturmflut. Oh nein. Naja. Ist jetzt auch egal. Zack. Markthalle. Das hilft uns alles eher wenig. Das können wir mal gut verkaufen hier. So viel zumindest. Viel mehr aber dann auch nicht. Die brauchen übrigens Fleisch. Falls wir also irgendwo mal billig Fleisch sehen, ist es vielleicht auch nicht schlecht, dort mal hinzugehen. Ich will noch ein bisschen Holz mitnehmen. Ihr habt wieder Käse, also für 120 Käse mitnehmen ist nie verkehrt. Das können wir gut verkaufen, zumindest so ein bisschen. Die wollen hier aber alle gar nicht so richtig das Bier haben. Nee, für 60 verkaufen ist natürlich ziemlicher Quatsch, was ich hier gerade gestartet hatte. So. Komm, fahren wir erstmal nach Lübeck wieder zurück. So. Liefern mal hier das Holz ab. Denn das wird unserer Werft ja auch gleich helfen. Damit es da endlich vorangeht. Käse. Kleidung auf jeden Fall mal alles raushauen hier. Und einmal in unserem Kontor, dass wir hier noch ein bisschen davon wieder mitnehmen. Denn das scheint hier ja nicht so geil zu klappen mit dem Wein, oder? Ja, wobei, doch, doch, doch. Ja, ein bisschen Wein hier verkaufen. So, euch fehlen immer noch 40 Baumaterialien. Ich habe doch da gerade was hingebracht. Sind nur 87 da. Eigentlich doch jetzt passieren, oder nicht? Achso, wir sind jetzt auf Geschwindigkeit 0. Ja, jetzt wird es gebaut. So wie es aussieht. Schiff im Bau. Perfekt. Solange können wir allerdings natürlich nochmal eben hier nach Rostock segeln. Dort nochmal gucken. Da ist nämlich Dürre. Ob wir davon nicht profitieren können, denn wir sind ja geldgierige Händler. Okay, wir haben kein Holz mehr. Hätten wir allerdings gut loswerden können. Ja, das können wir auch machen. Oh, nochmal ein bisschen Bier mitnehmen. Bier, habe ich festgestellt, kann man immer gut bis 100 mitnehmen eigentlich. Also, beim Preis. Oh, sehr schön. Fein. Ich sehe, ihr helft mir beim Aufbau meiner Stadt. Weiter gerne. So. Gerne, gerne. Hatte ich übrigens so auch noch nicht. Dann nochmal einladen. Werkzeuge gehen auch immer gut bis 250. So. Dann fahren wir doch nochmal nach Stettin. Malmö waren wir so oft jetzt schon. Aber wir sehen hier, wie schön unser Vermögen da wächst. Bin gespannt, wie das gleich mit dem nächsten Schiff wird. Zack. Ja. 90. Aber man sieht hier immer, dass es manchmal so springt. Also hier kostet jetzt alles 200, wie ihr da oben seht. Und dann gleich, da steigt es dramatisch an. Aber da sollte man dann meist nichts mehr von kaufen. Aber für 200 nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Hier können wir auch gut unser Bier loswerden. Und da seht ihr es auch hier. 37, 35, plötzlich nur 27, 111. Und jetzt werden die Sprünge immer noch größer. Weil dann einfach hier auch das Grüne einfach zu viele Güter da sind. Nachfrage ist dann einfach nicht mehr gegeben. Aber das Bier können wir auf jeden Fall hinbringen. Oh, das ist auch gut. Das kostet nämlich immer sehr, sehr viel mehr. Pech können wir nämlich gut gebrauchen. Oh, hier gibt es günstige Gewürze. Meine Güte, sind die günstig. Ich kann da sogar bis hierhin hochgehen.
Oh, richtige Schnäppchen gemacht hier. So, komm, hier gehen wir bis 80 runter. Können wir noch was holen? Immer noch bei 200, ne? Ja, komm, das nehmen wir auch noch eben mit. So, das reicht aber dann auch. Bier haben wir noch ganz schön viel an Bord. Aber ich glaube, Bier habe ich schon verkauft. Das gefällt mir nämlich hier nicht. So, und dann geht's weiter Richtung Danzig. Oh ne, nach Rostock, denn da sind derzeit Gewürze knapp. Das nutzen wir nochmal glatt aus, denn wir haben gerade welche gekauft. So, Markthalle. Ja, passt schon. Stocken wir mal wieder auf bis zu einem Preis von 100. Ja, Pech ist hier jetzt nicht. Aber ihr seht hier, guck mal, hier können wir es für ja, 1000 nicht ganz, aber hier über 900 auf jeden Fall verkaufen. Ich denke, wir belassen es aber so. Haben wir jetzt quasi verdoppelt das, was wir schon hatten. Haben jetzt schon wieder das drin für das, was wir jetzt gekauft haben. Und wir haben noch was an Bord. So, wie lange brauchst du eigentlich noch? Eigentlich hatten wir doch irgendwann im Juli. Aber gut, es war natürlich jetzt lange auch kein Holz da, ne? So. Ja, komm, bis 80. Wir müssen gleich irgendwann mal unsere Werkzeuge hier loswerden, dringend. Und unser Bier. Also am besten machen wir uns gleich mal auf nach Natur da in den Atlantik. So, zack. Ich denke, das sollten wir mal tun. In Aalburg nochmal vorbeischauen, dann geht es hier nach Hamburg, Bremen, vielleicht auch nochmal nach Edinburgh. Da kriegt man nämlich immer schön Tücher. Tücher sind auch immer ganz schön, habe ich festgestellt. Die sind dann hier dann eher begehrt. So. Nee. Ist jetzt auch nicht so verlockend, muss man sagen. Das ist verlockend. So, das können wir gerne machen. Fleisch kann man auch mal gut mitnehmen. Da kriegt man deutlich über 500 für in einigen Städten. Oh, wir hätten noch mal ein bisschen Hanf mitnehmen können. Das müsste nämlich eigentlich auch hier. Zack. Hier fahren wir nochmal nach Oslo Hanf. Historisches Ereignis. Oh nein, die Pest. Vielleicht sollten wir nicht nach Großbritannien fahren. Jetzt haben wir die Pest an Bord. Obwohl wir nicht vor Madagaskar liegen. Zack. Ah, das Holz ist ein bisschen teuer hier. Obwohl es produziert wird. Ah, da können wir auch ein paar von loswerden. Naja, das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig Profit. Weil hier über 500, wie gesagt, kann man gerne mal mitnehmen. Die kann man auch gerne mal mitnehmen. Bisschen Stockfisch. Eisen geht auch immer gut. So, die anderen Sachen, die da produziert werden, sind tatsächlich ein bisschen teuer hier gerade. Die brauchen Pech. Wir haben Pech an Bord. Schauen wir nochmal da. Ah, nee, das ist unsere Seemühe. Wir haben immer noch nur ein Schiff, ne? Ja, sonst müsste hier schon das angezeigt werden. Ich muss Angst, das zu verpassen, aber ich glaube nicht, dass wir das verpassen können. Ich denke, da wird uns das Spiel schon darauf aufmerksam machen. So, zack. Ein bisschen Holz. Weil hier ist es deutlich günstiger, Holz mitzunehmen. Das können wir auch noch ein bisschen mitnehmen. Hanf. Können wir ausladen. Das können wir auch ausladen. Da haben wir ein bisschen viel vielleicht. Hätte ich ein bisschen lassen sollen. Über 300er liefern wir auch ab. Bier. Über 140 geht sicherlich auch. Und noch ein paar Schollen dazu kaufen. Wird nämlich auch hier produziert. Naja, und so viel bringt uns das jetzt hier auch nicht, ne? Aber was soll's. Ich sehe, ihr helft mir beim Aufbau meiner Stadt. Weiter so. Meine Stadt. So. Eisen. Oh. Eisen kann man ja auch gut mitnehmen. So, und dann schauen wir doch tatsächlich nochmal hier in Edinburgh vorbei. Wann ist denn endlich unser zweites Schiff fertig? Das wollte ich heute nämlich eigentlich definitiv mal zeigen. Schiff im Bau. Juli. Ist sie fertig? Alles klar. So lange werden wir auf jeden Fall noch
umbekommen und schon ein bisschen weiter handeln natürlich. So, es ist soweit. Ein neues Schiff liegt in Lübeck vor Anker, während ich hier fleißig weiter natürlich meine Routen hier ausgeführt habe. Hä? Wo ist es denn, das Schiff? Schiffchen? Schiffchen? Jetzt sind wir übrigens Großhändler. Perfekt. Aber ich finde mein zweites Schiff hier noch nicht. Das ist nicht auf meiner Liste. Ich habe nur die Seemöwe hier. Hä? Das muss ich jetzt noch nicht so verstehen, oder? Wir schauen da gleich nochmal nach. Wir handeln mal eben hier nochmal ein bisschen. Zack. Und dann schauen wir gleich nochmal nach. Oh, perfekt. Aber wir haben gar nichts mehr von. Guck mal, ein bisschen viel Honig. Das sollten wir ein bisschen lassen. Mein Schiff ist nämlich schon voll wieder. Deshalb wäre es eigentlich ganz schön, wenn wir unser zweites Schiff hätten. Aber irgendwie will das noch nicht so, oder? Wo ist es denn? Füge deinem Konvoi ein zweites Schiff hinzu. Aber vielleicht müssen wir einfach mal mit unserem Schiff nach Hause fahren. Machen wir das doch gleich mal. So, nee, das lassen wir lieber. Das ging ja so ein bisschen. Bis 180. Oh, ganz günstige Gewürze. Zumindest zwei. Besser als nichts. Sieht es denn hier mit Salz aus? Nicht so geil. Hätte ich hier Salz noch mitgenommen, weil ich glaube, das fehlte hier. Aber wir wollen eigentlich hier gleich unserem Konvoi ein zweites Schiff hinzufügen. Oh, hier liegt etwas im Wasser. Schiffbrüchigen aus Stockholm aufgenommen. Cool. Haben wir auch bestimmt irgendwann nochmal hin. Solange musst du leider bei uns an Bord bleiben. So. Hier laden wir auch nochmal aus. Also es ist immer so ein bisschen schwierig, zu einer bestimmten Stadt wieder zuzufahren, weil man will, oder ich will zumindest immer, zwischendurch noch an allen anderen Städten, die auf dem Weg legen, zumindest gucken, was da so im Angebot ist. So, bis 200 können wir das gerne auch verkaufen. Hohoho. Würze weg. Wovon haben wir denn eigentlich noch so viel hier, dass unser Konvoi so voll ist? 124, 137, 172. Rostock lieben uns die Leute übrigens auch. So, können wir jetzt irgendwie Konvoi bilden? Wie soll euer neuer Konvoi heißen? Silbersattel. Gut. So, jetzt haben wir zwei Schiffe da drin. Sehe ich das richtig? Konvoi 300? Warum ist denn unser Konvoi da immer noch jetzt bei 500? Das hatten wir doch vorher auch schon, oder? Oder haben wir jetzt... Nee, jetzt haben wir zwei Schiffe. Ich verstehe, ich verstehe. Das heißt, wir können jetzt auch gleich mal versuchen, eine Handelsroute zu machen. Das habe ich nämlich vor. Das würde ich ganz gerne in dieser Folge noch schaffen. Das heißt, wir schicken jetzt einfach mal unser Schiffchen, was hier möglichst wieder noch ein paar Sachen mitnimmt. Kümmern wir uns gerade mal ein bisschen drum. Haben wir eigentlich noch was im Lager? Nö. Gut, dann fahr du doch mal wieder los hier. Fahr doch einfach mal Richtung Edinburgh. Die brauchen nämlich Honig. Jetzt habe ich gerade meinen ganzen Honig verkauft. Egal. Und du wirst einfach mal nach Malmö oder nach Rostock fahren. Wobei, Rostock waren wir gerade, ne? Wobei, Sekunde, das machen wir anders. Du fährst einfach mal hier hin. Und unser anderes Schiffchen hier, du wiegst mir ab nach Stockholm, um den Schiffbrüchigen dort abzugeben. Und ja, wir werden das jetzt kurzfristig mal so ein bisschen machen. Und dann werden wir gleich dann eine Handelsroute mit dem aushandeln. Guck zum Beispiel, hier könnte man Getreide mitnehmen. Okay. Lass uns das doch machen bis 45. Und vor allen Dingen kann man hier Fleisch kaufen. Und ich glaube, Fleisch und Tuch von dort
Das wäre so das, was ich haben will. Deshalb gucken wir jetzt mal einmal, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Und wenn ja, dann können wir ja mal gucken, ob wir daraus eine Handelsroute machen. So. Historisches Ereignis. Frankreich ist jetzt nun die Pest. Was ist denn jetzt mit unserem Schiffbrüchigen? Haben wir den jetzt irgendwie hier abgegeben? Scheinbar nicht so richtig. Egal. So, Getreide loswerden, das loswerden. Das loswerden. Das kann man gut kaufen. Nee, Bier verkaufen wir nicht oder 140. Das ist die Devise. Das verkaufen wir bis 200. Und was können wir hier noch mitnehmen? Holz. Holz ist immer gut. So. Und bis 80 können wir das auch noch verkaufen. Wir müssen unser Schiff wieder ein bisschen leerer bekommen. Und dann fahren wir mit dir einfach mal ein Stück weiter nach Visby. Und du müsstest jetzt ja bald mal ankommen, Silbersattel. Und dann können wir ja gucken, wie das denn dann geht mit der Handelsroute. Da rüber nämlich. So, Markthalle. Du könntest zum Beispiel dann hier das Getreide verkaufen. Und hier das Fleisch verkaufen. Leider nicht alles Fleisch. Okay, aber auch das ist sinnvoll zu wissen. Stattdessen kannst du dann hier natürlich vor allem Tuch einkaufen. Bis 200, würde ich sagen. Schauen, ob man das jetzt so einstellen kann. Das war nämlich jetzt das, was ich eigentlich machen will. Deshalb sagen wir mal neue Handelsroute. Und zwar von Aalborg nach Edinburgh. Können eigentlich noch das mit reinnehmen, würde ich mal sagen. So. Das ist die... machen wir so. Dann machen wir Handel in Aalborg. Da sollst du nämlich einladen Fleisch. Handel nach Vorgaben. Und zwar... Ausladen. Nein, du sollst das nicht ausladen. Einladen. Für maximal... Na, sagen wir mal 300. Ich will da jetzt gerade nicht. Achso, ich kann das mit dieser Tastatur machen. Auf 0 ist immer mein Aufnahme-Hotkey, deshalb will ich da immer nicht zu viel Quatsch mitmachen. Maximal 350. So. Das sollst du dort kaufen. Gleichzeitig kaufst du Hanf für maximal 45. Handelsmenge. Max. Ja, würde ich sagen. Und kann man noch irgendwas hier handeln? Tuch, Wolle. Preis maximal. Machen wir mal 60. Ist das überhaupt realistisch? Ich glaube fast nicht. So, dann kommst du in Edinburgh an. Dort sollst du Fleisch ausladen für minimal 450. Alles. Dann sollst du dort Wolle ausladen für Minimum 60. Das ist vielleicht nicht ganz so profitabel. Gebe ich zu. Hier kannst du noch weiter Hanf. Hanf willst, sollst du aber einladen. Einladen für maximal und 45. Nee. Ihr nicht. Wobei. Könnt ihr eigentlich, ne? So, und dann wollen wir aber, dass du auslädst für maximal 70. So, das heißt, du lädst hier Fleisch für 53, 60, 45. Wichtig ist, dass die Zahlen einfach höher sind.
So, und hier machen wir 300 raus. Ne, ausladen. Achso, Sekunde. Kannst du tatsächlich lassen. Oder? Ach, können wir aber eigentlich auch sagen, dass du das für 450, für 70 und für... Nee, aber nicht ausladen für 33. Das ist Quatsch. Nee, machen wir 50 raus. Mit 50 darfst du sie auch wieder ausladen. Aber einladen für maximal 45. So, dann geht's weiter nach London. In London kann er wieder die Wolle mitnehmen. Er kann außerdem das mitnehmen und Getreide. Das solltest du eigentlich nicht automatisch handeln. So, alles immer nur nach Vorgaben. Und zwar wollen wir hier wieder bei der Wolle maximal bei 70. So, Getreide und das haben wir noch gar nicht drin, ne? Gut, Getreide darfst du ausladen für, sagen wir mal, 50. Das müsste eigentlich in einigen Städten machbar sein. Und Werkzeuge kauft man so immer für 200, 250. Ich würde sagen, 280 ist der minimale Preis. Zum Einladen dagegen ist der maximale Preis 250. Hierfür hatten wir festgelegt, sollte er beim Einladen 60 sein. Das passt. Passt das wirklich? Ja. Ich glaube, dass das nicht richtig ist. Müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Und Getreide-Maximalpreis sollte auch bei 45 liegen, wenn mich nicht alles täuscht. So, ein bisschen mehr Gewinnspanne wollen wir da schon haben. So, die Zahlen sind alle größer. Perfekt. Jetzt kommst du hier an. Ich glaube, wir sollten den Hanf aus allen Städten rausschmeißen, weil die einzige Stadt, die Hanf selber nicht produziert, ist London. Apropos, da sollte das auf jeden Fall auch mal rein. Und Fleisch natürlich auch. Was mache ich denn hier eigentlich? Für, das ist gar nicht so einfach. Für 50 maximal. Passt. Ah, das merkt er sich. Ah, sehr gut, das merkt er sich immerhin. So, Fleisch. Maximal 350, minimal 450. Perfekt. Und dann würde ich sagen, kaufst du aber... Ich glaube, wir lassen das mit dem Hanf... Nein! Mit dem Hanf lassen wir lieber... Nein. Gott, was machst du denn da jetzt? Egal. Mit dem Hanf lassen wir, glaube ich, lieber weg. Hanf möchte ich komplett aus der Route raus haben. Dafür produzieren das zu viele Städte, die hier auf dem Weg liegen. Ich glaube, das werden wir dann nicht vernünftig los. Und das wäre unschön. So, aber dann haben wir natürlich hier nichts. Doch, Stoffe haben wir hier. Das lädst du für... Oh, ich weiß gar nicht, was ist denn der Preis für Stoffe? Da müssen wir eigentlich nochmal gucken. Ich meine, er wäre bei 200 gewesen. Das heißt... Oh, das ist mir gerade zu riskant. Das schmeißen wir nochmal raus. Tuch. Tuch lassen wir erstmal. Sollten wir aber später auf jeden Fall mit reinnehmen. Werkzeug können wir übrigens hier verkaufen. Und Wolle dürften wir... Ja, dann auch überall haben. Wir dürften bei allen eigentlich alle das gleiche stehen haben. Wobei natürlich in Aalborg es eigentlich Quatsch ist. Machen wir das diese Reihenfolge. Getreide, Fleisch, Tuch. Fleisch, das ist übrigens Wolle, kein Tuch. Ist aber egal. So, das heißt, wir brauchen hier noch Getreide. Ich versuche hier gerade ein paar Hilfsmechanismen zu machen. Getreide, Fleisch, Wolle, Werkzeuge. Das heißt, hier dürfen auch wieder Werkzeuge rein. So, dann steht das schon mal gleich.
hier quasi auch. Müssten wir nur die mal eben tauschen. So, und Brücke ist noch überhaupt nicht vergeben. Da kommt dann natürlich auch Getreide, Fleisch, Werkzeuge und Wolle vorher noch. Wobei Wolle auch hier produziert wird. So, aber die Preise merkt er sich ja, ne? Perfekt. Jetzt müssen wir eigentlich noch Tuch mitnehmen. Und zwar überall. Tuch und Tuch. Also nur gucken, für was lädst du das denn aus und was für lädst du es ein? 250, 150. Okay, gucken wir doch mal, was kostet denn hier Tuch? Das dürften wir ja sehen. Tuch kostet hier 180. Dann kauf das doch für 200 ein und verkauf's für 215 oder so. Ah, 225. Und zum Einladen machen wir 200. So. Und dann können wir mal gucken, ob das jetzt komplett unser Geld verbrät. Speichern. Nennen wir sie Nordsee. So, aktivieren. Für die Silbersattel. Okay. Jetzt müsste die Silbersattel theoretisch das machen. Hat sie jetzt was an Bord? Können wir irgendwie die Warenliste sehen? 5, 12, 55. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Wir können das ja jetzt mal ein bisschen verfolgen. Fünf, zwölf, 55. 12 sind weg. Fleisch wurde viel gekauft. Könnte allerdings noch... Ja, der fährt aber jetzt ziemlich bescheuert, muss man sagen. Aber gut, lassen wir es. Frage ist, ob von irgendeiner Ware das dauerhaft hier ansteigt. Das sah aber doch schon sehr gut aus. Aber Getreide scheinen wir zu viel drin zu haben. Wir gucken auch ein bisschen auf unser Geld dort oben. Wir handeln ja gerade mit dem einen Schiff überhaupt nicht. Also ich glaube, Getreide müssen wir ein bisschen die Preise anpassen. Handel. Gucken wir eigentlich die Route ein bisschen. Ne, können wir nicht. Ah, doch, können wir. Wir müssten eigentlich das so machen, dass Edinburgh, Aalborg, ja, können Brücke und London ja tauschen. So, und wir müssen ein bisschen noch bei dem Getreide gucken. Du sollst das für 50 ausladen. Und für 43 einladen. Das ist dann zwar nicht so perfekt. Das müsst ihr jetzt ja auch für alle speichern. Nee, tut er nicht. So, hier müssen wir auch das noch anpassen. Frage ist, auf was? Auf 225, glaube ich. Passe mir das komplett an. Können wir jetzt einmal durchschalten und wir sehen, es gibt keine Veränderung. Da schon. So, hier ist noch das Quatsch. Ja, historische Ereignisse, ich weiß. So, jetzt bin ich gespannt, ob das noch so funktioniert. Eigentlich dürfte jetzt das Getreide ein bisschen weniger werden, hoffe ich. Oder zumindest nicht mehr so viel mehr.
Buch, ein bisschen Stoffe. Dafür haben wir das aufgenommen. Vielleicht müssen wir das Getreide komplett rausschmeißen. Okay, da haben wir jetzt ordentlich Getreide verkauft. Sieht gut aus, glaube ich, für uns. Mal gucken, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr Getreide werden. Vielleicht müssen wir die Preise doch noch ein bisschen anpassen. Oder wir nehmen eine Stadt dazu, wo, also wie Bremen zum Beispiel noch dazu, weil hier wird auch Getreide produziert, das ist dann Quatsch. Hier auch, ja vielleicht Oslo. Dass wir einfach nochmal Oslo als Verkaufspunkt mit dazu nehmen. Komplett den gleichen Sachen. Ich fühle gar nicht so unklug. Das machen wir glaube ich nochmal gerade. Handelsroute bearbeiten. Oder wir nehmen Bergen dazu. Das ist eigentlich ziemlich egal. Naja, dann ist Oslo wahrscheinlich sinnvoller. Dann noch Oslo dazu. Dazwischen am besten. Korrekt. So. Getreide, Fleisch, Wolle. Getreide. Warte, jetzt machen wir mal eben nicht das hier. Getreide, Fleisch, Wolle, Werkzeug, Seide oder Tuch. So, alles auf Max. 50, 54, 80, 25. Das passt doch. Gut, das passt auch. Wir laden das für 50 aus und kaufen es für maximal 43 überall, ne? Dann kaufen wir das vielleicht überall nur noch für 42. Denn sonst haben wir das ganze Schiff voll mit Getreide. Und wenn es mal irgendwann dann halt kein Getreide gibt, dann ist das halt so. Jetzt haben wir hier wieder Aalborg verschoben, glaube ich. Aus Versehen. Oh Gott, jetzt ist alles hier im Argen. Edinburgh. Aalborg muss nach Oslo kommen, ne? Genau. So, nochmal gucken. 42, 42. Hier sind noch 43. Perfekt. So. Und dann schauen wir uns nochmal die Route, die Waren an auf der Route. Jetzt fährst du aber komisch. So sollst du nicht fahren. Auch wenn das jetzt was gebracht hat, aber... Achso, jetzt haben wir die nicht nur umge... Nee, hä? Was machst denn du? Jetzt fährst du immer hin und her? Ah, hast du die falsche Route? Oh, das können wir übrigens auch noch machen. Konvoi reparieren. Warum fuhrst du denn jetzt immer hin und her nur? Ah ne, jetzt fährt er mal weiter. Alles klar. Ja, finde ich gut. Ich glaube, so kann es funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, wie lang diese Folge genau geworden ist. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen überzogen. Eigentlich sollen die Folgen ja maximal so 30 Minuten werden. Aber das ist halt angespielt. Es gibt nur noch eine Folge. In dieser einen Folge möchte ich dann auf jeden Fall es schaffen, Produktionen zu bauen. Das heißt, ich werde jetzt noch ein bisschen offscreen weiterspielen. Und beim nächsten Mal werden wir dann uns eine Produktion wahrscheinlich in Lübeck aufbauen, nachdem wir jetzt uns den Handelsrouten gewidmet haben. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf diese Folge klicken. Unten rechts war ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.